Hallo und guten Tag, hier ist Projekt 30D mit einer Rückschau auf die Kalenderwoche 8 und dem Ausblick für die Kalenderwoche 9. Wir sehen den DAX, der in der abgelaufenen Woche unter geringerer Volatilität als in den Wochen zuvor handelte. 90,7 Punkte waren es im Tagesdurchschnitt. Das Wochenhoch bei 11.504 wurde erreicht und damit hat DAX seit Tief aus Dezember 1.225 Punkte in der Spitze zugelegt oder 11,9%. Und diese Woche hat er gegenüber dem Wochenschluss der Vorwoche bei 11.299 mit 158 Punkten plus abgeschlossen. Der Pivotpunkt am Montag bei 11.432, der Wochenpivotpunkt bei 11.402 und der des Monats Februar verbleibt zunächst noch bei 10.960. Wir flippen mal kurz durch große Zeiteinheiten. Einmal der 2-Monats-Chart. Den habe ich mehrfach gezeigt. Das ist eine klare Keilformation, wobei hier eine wichtige Linie ist. Das ist die Dekadenlinie, das ist das Hoch im Jahr 2000 gewesen und dann in 2007, also die 8.150. Ja, und die Frage bleibt natürlich, geht es jetzt wieder nach oben oder wird irgendwann diese Unterseite des Keils angelaufen? Beides kann ich mir vorstellen. Wenn wir mal einen Kanal hier ansetzen an das Jahr 2009, dann sehen wir, dass wir diverse Aufwärtsbewegungen gehabt haben. Eingedämmt wurde sie letztlich durch diese obere Keillinie. Da haben wir 1, 2, 3, 4 Andockungen. Das ist jetzt ja ein 2-Monats-Chart, also jede Kerze 2 Monate, aber die ist verifiziert. Und die Unterseite hat auch schon 2 Auflagepunkte. Und insofern stellt sich eben einfach die Frage, was macht der DAX nun? Speziell, wenn er hier wieder in den Bereich der Unterseite dieses verlassenen Kanals kommt, im Februar, da muss ich mal kurz ein bisschen aufziehen. Im Februar verläuft sie ungefähr bei 12.730 und im März sind wir dann schon deutlich höher bei 13.070. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das passiert. Sofern es passiert, wird es dann wirklich spannend, denn wir kommen ja mit März und April bereits in die Nähe dieser Trendlinie, die nun seit 19, ja, ist das aus dem Jahr 2000, jawohl, die seit 19 Jahren existiert. Und ob die dann durchbrochen werden kann, das ist die große Frage. Also ich sage mal, die Wirtschaftsdaten geben es nicht her. Die Zentralbanken allerdings, insbesondere Herr Draghi und Herr Powell, also aus den USA, der eine 180-Grad-Wende gemacht hat und am Freitag nochmal verkündete, dass die Bilanzreduzierung von 50 Milliarden monatlich möglicherweise in der zweiten Jahreshälfte ausgesetzt wird und man droht auch dort schon wieder mit QE und anderen Maßnahmen. Who knows? Also wer mal Panikblüte googelt, der wird finden, dass das ein Begriff aus dem Reich der Pflanzen ist. Das machen nämlich sterbende Pflanzen ganz gerne, bevor sie dann krepieren, so will ich es mal ausdrücken. Dann wird nämlich nochmal die gesamte Kraft in eine letzte Blüte gesteckt, sodass sich diese Pflanze zumindest, was Samen angeht, nochmal irgendwie verbreiten kann. Und so eine Panikblüte kann es natürlich auch am Aktienmarkt geben. Wenn entsprechend gefeuert wird und man einfach weiß, wenn wir hier zu tief runterlaufen, droht ein Kollaps, ja, dann wird aus allen Rohren gefeuert und dann kann auch sowas hier nach oben passieren. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Aber das wäre dann tatsächlich eine Panikblüte und die endet in der Regel mit dem Exitus. Schauen wir mal. Also insofern, die kommenden Wochen und Monate sind und bleiben spannend. Aus dem 2-Monats-Chart gehen wir dann mal in den Monatschart. Der erste war ein logarithmischer Chart. Hier sehen wir eigentlich ein ähnliches Bild. Das, was wir sagen können vom Tief 2188, was wir hier gemacht haben im März 2003, haben wir die 23er-Konsolidierung gemacht. 10.904, sogar noch ein Stück tiefer, sind jetzt aber wieder drüber und der Januar hat auch verhältnismäßig genau auf diese Marke angesetzt. Die scheint also Bedeutung zu haben, die 10.900,
Und das, was hier im Monatschart wichtig ist, das habe ich im letzten Ausblick schon gesagt, der Dezember mit seinem Hoch 11.567 und dem Tief 10.279 hat zum Januar eine Inside-Kerze geformt. Und das macht das Hoch und das Tief des Dezembers zu Triggermarken. Also hier eine Ausbruchs- oder Kaufmarke 11.567, hier wäre es eine Verkaufsmarke, und ob das nun ausbricht, das müssen wir abwarten. Also die 11.567, das Hoch aus Dezember, gehört auf jeden Fall in die Charts. Ein kurzer Blick noch in den Wochenchart. Diesmal nicht logarithmisch wie der erste, sondern linear angelegt. Das heißt, wir sehen hier einen Kanal und die eben schon genannten Monatsmarken des Dezember. Und interessant zu beobachten sein wird nun einfach, wenn wir, sofern wir die 11.567 anlaufen, kommen wir drüber und brechen wir aus. Wird das ein nachhaltiger Ausbruch, der in den Bereich 12.440 führt, also zum 23,6% Retracement, oder gibt es hier auf den Kopf und DAX läuft hinunter, denn wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Auflagepunkte, unten erst einen. Und ich sagte ja in einigen Ausblicken schon, irgendwie fehlt mir hier unten eine Kanalberührung, damit man sagen kann, okay, das ist ein Boden, weil woher dieser Boden kommt, das ist mir im Moment noch schleierhaft. Und sofern das passieren kann oder sollte, also eine Bewegung hin zur Kanalunterseite, müsste man das hier eigentlich als Bärenflagge interpretieren, die im Bereich 11.567 bis zum FIBO 11.724 eindreht und dann nochmal eine Bewegung nach unten macht. Und das sehen wir ja eigentlich recht häufig bei Tiefs. Das haben wir hier gesehen, dass nochmal ein Tief gemacht wird. Wir haben es hier gesehen, da ist es nochmal runtergekommen. Also da gibt es vielfach Beispiele für. Und ja, wir müssen mal schauen, wie sich das entwickelt. Das, was interessant ist, und deswegen hat es, glaube ich, langfristig Bedeutung, wenn wir uns diesen Bereich mal anschauen und einen Kanal ansetzen am Allzeithoch und gehen hier über das erste Zwischenhoch und setzen dann mal die Unterseite hier an, dann sehen wir in diesem Bereich Auflagepunkte. Das heißt, das kann sich hier um eine gigantische Bullenflagge handeln, also Anstieg seit dem Jahr 2000, lange große Konsolidierung und dann Bruch der Bullenflagge nach oben. Das kann sich aber auch um einen Abwärtstrendkanal handeln, der uns auch noch die kommenden Monate und möglicherweise Jahre beschäftigt. Da haben wir ja einfach diese zwei Situationen, dass auf der einen Seite die Wirtschaftsdaten, ich will nicht sagen eine Rezession, aber zumindest gedämpftes Wachstum eindeutig zeigen, und andererseits haben wir die Zentralbanken, die sich mehr und mehr zu den Befeuerern dieses Marktes entwickeln, und wer da letztendlich seine Meinung oder sein Vorhaben durchdrückt, der Markt oder die Zentralbanken, das müssen wir abwarten. Ein etwas kurzfristigerer Chart, 4 Stunden im DAX, da sehen wir möglicherweise einen aufwärts gerichteten Kanal. Wir haben hier das Hoch vom 3. Dezember, die schon gesehene und benannte 11.567, hier das Tief vom 27. Dezember bei 10.279. Ja, und wenn wir hier mal einen weiteren Kanal ansetzen, dann sehen wir, dass wir möglicherweise hier eine ganz wichtige Entscheidungsmarke haben. Denn auf der einen Seite der graue Kanal, blau eingerahmt, der würde eigentlich bereits am Montag, dem 25.02. hier im 4-Stunden-Chart perfekt mit dem Hoch vom 3. Dezember zusammenpassen. Was dann bedeutet, hier wird es eine Entscheidung geben müssen. Wenn DAX also am Montag weiter ansteigt, dann haben wir bei 11.567 nicht nur den Kauftrigger des Inside-Monats und das Hoch vom 3. Dezember und damit das Hoch, an dem oder nachdem er das Hoch gemacht hat und das noch mit einem kapitalen Gap-Up deutlich nach unten lief,
Und wir haben hier möglicherweise eine Kanalbegrenzung. Und sollte DAX dort andocken in diesem Bereich und nicht weiterkommen, ja, dann ist also mindestens mal ein Rücklauf an die Kanalunterseite möglich, die irgendwo im Bereich 11.100, wenn sich das über ein paar Tage hinzieht, auch vielleicht 11.160, 170 hinziehen kann. Aber dann könnte eine ähnliche Nummer wie hier laufen. Und wenn das in USA begleitet würde, wenn dort auch eine kleinere Korrektur einsetzt, dann ist natürlich auch möglich, dass dieser kurzfristige Kanal, der auf der Unterseite zwei Bestätigungen hat, auf der Oberseite ebenso, vielleicht auch durchrutscht und diesen Kanal, diese Kanalunterseite noch einmal anläuft. Und was nun noch dazu passt, das untergeordnet betrachten, aber es ist auch legitim, sich das anzuschauen. Wir haben hier möglicherweise auch ein Broadening Top am Wickel. Ich nehme jetzt dazu mal diese beiden Kanäle weg, die wurden ja gesehen. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4 Bewegungen und so ein Broadening Top soll eigentlich derer 5 haben, wenn es denn eins werden will oder bereits eines in der Entstehung ist. Aber auch das würde bedeuten, dass wir hier nochmal runterlaufen und uns irgendwo in diesem Bereich wieder nach oben abstoßen. Und sofern das passiert, werde ich dann hier natürlich auch die entsprechende Rechnung machen. Denn so ein Broadening Top kann ein Top sein und es geht wieder nach unten. Das würde zu einer Bärenflagge passen, muss aber nicht. So ein Broadening Top, das haben wir oft genug auch hier in den Ausblicken gesehen und vorab dann mit Zielen benannt, so ein Broadening Top kann auch durchaus nach oben ausbrechen. Das müssen wir also abwarten. Im Tageschart schauen wir uns die Strecke an, Allzeithoch zum jüngsten Tief. Wir haben hier das einigen vielleicht noch in Erinnerung befindliche Broadening Top, ein großes Broadening Top aus dem Tageschart, das ja einen Fehlausbruch machte und dann perfekt die Unterseite abarbeitet und es hatte als Ziel 11.727 und das war damals mit Tief 11.727 auch eine Punktlandung. Ja, was sehen wir? Wir haben hier die Nackenlinie einer möglichen SKS, die ich ja in den letzten Ausblicken am Wochenende bereits gezeigt habe. Wir haben eine recht saubere linke Schulter, wir haben einen Kopf, wir haben eine rechte Schulter, die hatte ich, das ist hier glaube ich Montag, Dienstag, ja, die hatte ich irgendwo hier unten angekündigt und gesagt, sie muss auch nicht so tief laufen wie diese Schulter, also jedenfalls nicht symmetrisch, denn das hätte bedeutet, dass sie durchaus in diesem Bereich hier hätte laufen können. Das tat sie nicht, musste sie auch nicht. Fakt ist allerdings, dass wir jetzt ausgebrochen sind und zwar nach einem ersten Versuch am Dienstag ging es dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag drüber und wir haben nun den Jahrespivotpunkt 2019 vor der Tür. 11.478 und wer das Jahr 2018 erinnert, der weiß, dass dort der Jahrespivotpunkt eine ganz gewichtige Rolle gespielt hat. Und wir sind am Freitag mit hoch 11.504 kurz drüber gelaufen, haben aber nicht drüber geschlossen. Und damit steht auch diesem ISKS-Ausbruch, dessen Ziel, das kleine Ziel 11.804 und das große 12.112 wäre, zunächst einmal diese Zone im Wege. Und zwar besteht die aus Jahrespivotpunkt 2019, 11.478. Sie besteht aus der 38er Erholung der gesamten Strecke Allzeithoch zum Dezembertief und wir haben natürlich die 11.567 Dezember hoch und Triggermarke des Inside-Monats, also der Inside-Monatskerze vor der Tür. Ja, und das sind dann irgendwie so roundabout 100 Punkte mit ein bisschen Toleranz und die werden wichtig für den DAX. Und dann haben wir, auch das darf man nicht vergessen, das hier. Hier haben wir das Zwischenhoch aus Juli. Wir haben hier eine Auflagemarke und wir sind jetzt hier. Das heißt, Moment mal, den muss ich falsch angesetzt haben. Da gehört er hin. Auflagepunkt, Auflagepunkt, fast Auflagepunkt. Und da haben wir am Freitag einen perfekten Andocker gehabt. Das heißt, wir haben hier eine Keilformation, wenn man das hier mal außer Acht lässt. Aber diese Linie hat DAX natürlich erkannt und er hat den Jahrespivotpunkt vor der Tür
plus das 38er Erholungslevel der Abwärtsstrecke und das Hoch aus Dezember. Ja, und wie löst DAX so etwas auf? Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er gappt sich hier durch und das dann möglicherweise Montag, Dienstag, Mittwoch, oder er kapituliert erstmal an dieser Linie und wartet ab, was die USA machen. Das heißt also, der Montag kann durchaus langweilig werden. Ich weiß nicht, ob die DAX-Bullen tatsächlich in der Lage sind, diese 100 Punkte nach oben auszubrechen, denn das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Widerstandsmarken auf engstem Raum. Denn diese Linie liegt ja am Montag innerhalb dieses 100-Punkte-Bereichs. Und ob nun die Nachricht von Freitag aus USA, dass die Bilanzreduzierung wahrscheinlich bereits in der zweiten Jahreshälfte 2019 eingestellt werden und das, was Herr Draghi und andere Zentralbanker so von sich geben, nun den DAX am Montag dazu bringen könnte, über die 11.567 zu gappen. Das ist nicht ausgeschlossen, aber ich bezweifle das mal. Ja, soweit, so gut. Das heißt, das sind die Marken, auf die wir in der nächsten Woche zu achten haben. Und ansonsten, sollte es drüber gehen, dann kann man natürlich hilfsweise auch noch, habe ich den hier liegen? Ja. Einen Kanal hier ansetzen. Verzeihung. Und dann sehen wir das, was ich vorhin schon im Monatschart gezeigt habe. Der setzt am Allzeithoch an, hat hier einen Auflagepunkt, hier einen Auflagepunkt, ist runtergelaufen zum Tief und arbeitet sich jetzt nach oben. Das heißt, wenn DAX tatsächlich diesen Bereich überwinden kann und das erste ISKS-Ziel abarbeitet und das zweite ISKS-Ziel und das zügig, sage ich mal, in dieser Steigungsrate, die wir hier gesehen haben und hier weiterarbeitet, ja, dann würde ich mal sagen, der Bereich 12.104 wird ganz interessant. Also 12.104 zum zweiten ISKS-Ziel, 12.112, das liegt hier in diesem Bereich. Und noch deutlich vor dem 61er Retracement. Das wäre eben eine Möglichkeit, dass er hier sich tatsächlich langsam nach oben arbeitet. Das wird er sicherlich nicht tun, wenn die USA in eine Korrektur gehen sollen. Und selbst wenn es dann nur eine Zwischenkorrektur wäre. Also, ja, vorausschauen oder prophezeien ist ja nicht meine Natur und auch nicht meine Art, aber warten wir es mal ab, was er an diesen Marken macht. Also 11.478 bis 11.567 ist für mich in der kommenden Woche der Bereich, wo DAX eben einfach zeigen muss, ob er tatsächlich die Kraft hat, hier nachzulegen. Und sofern er diese Kraft hat, kann er natürlich eine ABC bauen. Wenn wir das hier mal so ansetzen und sagen, er macht daraus eine ABC-Bewegung, dann hat er natürlich die Möglichkeit, bis zum 20.03. in den Bereich 11.962 zu steigen. Und das wäre im Grunde dann ein Anlaufen der 50% Erholung der Abwärtsbewegung vom Allzeithoch zum Dezembertief. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze noch einmal stark vereinfacht im Zweitageschart an, damit auch irgendwo klar wird, bei den vielen Linien, worum es geht. Das ist eben dieser abwärtsgerichtete Kanal, von dem wir noch nicht wissen, ob es einer wird, der uns über die kommenden Jahre beschäftigt, indem wir hier weiter nach oben und nach unten oszillieren, aber eben deutlich korrigieren, oder ob es eine große Bullenflagge ist, die jetzt durch Zentralbankplanung und mehr Free Money nach oben aufgelöst wird. Und sofern DAX sich ähnlich verhält, wie wir es hier gesehen haben, also der erste, da war nicht das Tief, da war es, also der erste impulsive Anstieg, wenn wir den dann hier an das Tief setzen, dann 11.925 im Bereich 7.3. Und sofern das dann eine große Kanalbewegung wird, die also hierhin führte, das ist ja die Bewegung von
August 2017 bis Kanalandocker Januar 2018, wenn wir so eine Bewegung dann unterstellen würden, dann hätte er dazu in der gleichen zeitlichen Ausdehnung, hier hat er ja sich erstmal sortiert, dann hätten wir eine Ausdehnung bis gut Mitte Mai hinein und dann irgendwo eben in dem Bereich 11.995, die Runde 12.000. Ja, dann wenden wir uns den USA zu, schauen einmal in den VIX, den Volatilitätsindex hinein. Der ist weiter abgesackt. Der kritische Bereich für mich irgendwie so die Runde 18, Auflage, Auflage, abgewiesen. Und mit 16,7 und tiefer ist dieser VIX einfach in der Zone sorgenfrei, denn die heißt seitwärts steigend bullisch. Die Märkte sorgen sich um nichts und sind ja offensichtlich von den Zentralbanken und von ihrem Optimismus so eingelullt, dass es eben weiter nach oben klettert. Insofern von dieser Front, bevor der VIX nicht wieder über 16,7 und besonders 18 steigt, müssen wir davon ausgehen, dass wir einfach dieses Spielchen, was im Moment läuft, die Rallye, dass die weitergeführt wird. Also wir brauchen mehr Volatilität, damit wir davon ausgehen können, dass wir eine erste tatsächliche Korrektur sehen und nicht homöopathische 100 oder 150 Punkte runter im Dow Jones, sondern dann tatsächlich mal Butter bei die Fische. Aber wie gesagt, ist im Moment noch nicht indiziert, kann kommen. Der liebe Chris Ciovacco, den wollte ich noch mal kurz zeigen, eigentlich ein ganz interessanter Mann, der malt eigentlich ein für Bären unerfreuliches Video auf YouTube. Sehenswert sind sie alle. Das ist kein Traumtänzer, sondern jemand, der wirklich klasse Videos macht. Und der führt eben an, 1988, nachdem diese MAs, also MA50 bis MA200, nach einem nach einer Korrektur wieder durchlaufen wurden, gab es positive Bewegungen nach oben. 2011 gleiches, 2016, 1998, und er sagt eben, dass der Februar im Moment ein ähnliches Bild abgibt. Er ist noch nicht ganz durch, aber fast. Und also man kann solche Bewegungen, wie ich vorhin schon sagte, Panikblüte, kann man nicht ausschließen. Wir müssen mal schauen, was nun hier in diesem Bereich passiert, ob sich die US-Indizes tatsächlich jetzt freischwimmen können, ob es reicht, was Herr Powell versprochen hat. Und ich glaube auch, dass der Markt irgendwie auf China-News wartet, wenngleich ich irgendwie das Gefühl habe, die sind eigentlich schon eingepreist. Aber auch das können wir nicht wissen. Dann gehen wir in den Dow Jones hinein, auch hier ein 2-Wochen-Chart. Und eine ähnliche Situation wie im DAX, wo ich ja gesagt habe, wir haben möglicherweise einen abwärtsgerichteten Kanal. Denn wenn wir uns den hier anschauen, der hat an der Oberseite 1, 2, 3, 4 Berührungspunkte, auf der Unterseite derer 3. Hier hat es einen kleinen Unterschießer gegeben. Aber wenn ich das jetzt mal nehme und lege es hier an, dann sage ich, auch der Dow Jones steht hier vor einer gewichtigen Entscheidung. Da muss er nämlich drüber. Und dann hat er auch direkt als nächstes Ziel sein Allzeithoch bei 26.952 vor der Tür. Und dafür wird es entweder gute News brauchen oder weiterhin verbale und tatsächliche Unterstützung der Zentralbank. Aber ab hier kann es nochmal einen Rücksetzer geben und möglicherweise auch einen, der deutlich tiefer führt. Das müssen wir sehen. Aber hier hat ja jede Kerze 2 Wochen. Insofern diese Bewegung, die hier stattgefunden hat, die ist natürlich dramatisch. Also das ist, ich habe gelesen, der beste Jahresstart seit 55 Jahren, den es gegeben hat. Also ausgehend Jahresstart eben Januar und Februar. Und angeblich auch, ich habe das nicht nachgeprüft, soweit reichen meine Charts nicht zurück, angeblich auch die steilste Erholung seit 70 Jahren. Und das natürlich, während eigentlich die harten Wirtschaftsdaten ganz anderes verkünden. Insofern haben wir hier so eine Everybody's Darling Rally, denn S&P geht nach oben, Dow geht nach oben, Nasdaq geht nach oben, Bonds steigen an, die High Yield Bonds, Brent, Crude, Gold, also irgendwie
wird im Moment alles gekauft und das kann sicherlich nicht auf lange Sicht so bleiben. Ja, gut, das dann dazu. 2-Wochen-Chart, dann fliegen wir kurz noch in den Wochenchart hinein. Da sehen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 positive Wochen in Folge. Der Jahrespivotpunkt, den der DAX am Freitag kurz angekitzelt hat, ist hier bereits bei 23.997 überwunden worden. Und der Dow Jones steht am Jahrespivotpunkt R1, also der erste Resist-Pivot bei 26.282. Das ist ja auch nicht mehr so weit entfernt. Schauen wir mal. Also natürlich kann es eine 10., eine 11., eine 12. grüne Woche geben. Wir sehen das hier. Aber mit dieser Vehemenz, also ich hoffe mal, dass da irgendwann ein wenig Realität in die Märkte reinkommt, denn auf der anderen Seite kann man ja möglicherweise auch mal versuchen, einen Einstiegspunkt zu finden. Und wie wir an dem geringen Volumen in den USA erkennen können, sind offensichtlich nicht viele große Adressen in dieser Rallye drin. Dann hätten wir deutlich mehr Volumen gehabt oder bekämen jetzt deutlich mehr Volumen. Und das bedeutet für mich im Moment, dass viele noch an der Seitenlinie stehen und warten und sich diese Rallye eigentlich nur durch Shorts nähert, die covern müssen. Und also wenn es eine echte Aufwärtsbewegung werden soll, dann brauchen wir Volumen und das wird erstens reinkommen, wenn hier eine Korrektur einsetzt, denn dann werden sicherlich die, die in dieser Rallye drin sind, ihre Gewinne absichern wollen und es werden möglicherweise eben auch die, die diese Chance hier nicht ergriffen haben, weil sie skeptisch waren, irgendwo möglicherweise in diesem Bereich versuchen in den Markt zu kommen. Der Tageschart zeigt weiterhin, die habe ich ja auch bereits gezeigt, eine mögliche Schulterkopf-Schulterformation und die würde perfekt passen. Wir haben eine linke Schulter, wir haben einen Kopf, sehr symmetrisch ausgeformt wie bisher. Und das, was dann fehlen würde, wäre eine rechte Schulter. Und ein idealer Punkt wäre eigentlich die Fed Rally, also als der Powell seine 180-Grad-Wende machte zum Monatswechsel Februar. Das würde passen im Bereich 24.700. Es kann sich natürlich, wenn bullischer Druck drin ist, das haben wir auch im DAX gesehen, muss sich so eine Schulter nicht tief entwickeln. Sie kann auch bereits hier an der 200 SMA Schluss machen, die im Moment bei 25.083 verläuft. Aber das ist eigentlich eine sehr schöne Figur und sofern es dann eine ISKS wird, würde eigentlich der US-amerikanische Markt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man könnte nämlich die großen Adressen hier unten abholen, also zum Kaufen, buy the dip, animieren und man könnte dann eben mit einer gewissen Vehemenz auch über diese Nackenlinie gehen. Und diese Nackenlinie hat es ebenfalls in sich, denn sie besteht aus dem Pivot R1, also Jahrespivot R1, bei 26.282, haben wir uns eben angeguckt, und dem Hoch vom 8. November bei 26.277. Das sind also nur 5 Punkte Unterschied. Insofern, diese Linie hat Bedeutung. Und das Hoch vom Dezember bei 25.89, für mich auch eine Mob-Marke, sehen wir auch daran 1, 2, 3, 4, 5 am Freitag dann Ausbruch. Die wird, glaube ich, sofern wir diese Marke anlaufen und dort einen Rücksetzer beginnen, wird die definieren, ob wir eine rechte Schulter bilden oder nicht. Ist natürlich auch möglich, dass es hier ansetzt, rückläuft hier und zieht direkt weiter hoch. Das müssen wir abwarten, aber 26.282, 26.277 gehört in die Charts und ist eine wichtige Marke. So, was habe ich hier noch? Da haben wir noch den Kanal, den wir uns vorhin angeschaut haben, der würde am Allzeithoch angesetzt. Und da haben wir dann oben einen Punkt und unten einen Punkt. Das ist also erstmal rein, wie sagt man das, prophylaktisch angelegt. Ja, genau. Aber es würde natürlich passen, wenn wir hier unten das Dezember-Tief haben, hier das Allzeithoch und der Kurs jetzt hier an diese Linie läuft und die obere Kanallinie ebenfalls angelaufen wird, ja, dann würde es schon Sinn machen, dass er sich dort auf den Rückweg macht. Das kann natürlich, wenn es Bad News mit China gibt, dann kann es theoretisch sogar einen Rücklauf geben
und die Kanalunterseite angelaufen werden und ein neues Tief unterhalb des Dezembers. Aber das wäre ja reine Spekulation. Für uns ist ja nur wichtig, was wir aktuell sehen können und nicht, was wir gerne hätten oder was wir sehen wollen. Aber nochmal, 26.282 ist für mich in der kommenden Woche für den Dow Jones der absolute Prüfstand. Denn oberhalb haben wir nur noch das Allzeithoch und dann das Ziel des Descending Broadening Wedges aus dem H4 bei 27.472. Und das schauen wir uns jetzt auch mal gleich flugs an. Das sehen wir nämlich hier auch mehrfach gepostet. Und ja, ich sag mal, das, was den Dow Jones hier noch von seiner, in diesem Timeframe, von seiner Zielerreichung abhält, sind eben die Marken aus Hoch Dezember 2018. Das hat er hier vielfach im H4 angelaufen und hat sich am Freitag auch hineingewagt. Aber zur Oberseite, das eben schon im Tageschart gezeigte Hoch aus November 2018 und den Pivot R1 in 2019. Das heißt, Wunschkonzert wäre anlaufen und dann nach unten eine rechte Schulter bilden, was auch immer, vielleicht auch diese Ausbruchslinie nochmal testen, dann kämen wir nämlich in den Bereich der Fed-Rumpel vom Monatswechsel Januar-Februar. Und dann muss man mal schauen. Also nach unten ist diese Zone hier wichtig, da liegt das wichtige Tief von Oktober 2018 und der Jahrespivotpunkt, also auch weil er ja 23.997, das ist im Grunde die 24.000. Das heißt, bis dahin kann er ohne Probleme, ohne charttechnischen Schaden anzurichten, runterlaufen. So, und was so eine Bewegung nach unten, also Bildung einer rechten Schulter und möglicherweise tiefer, auch noch stützen würde, das wäre eigentlich, wenn wir hier am Tief des Dezembers mal eine Linie ansetzen und machen das gleiche hier, dann sehen wir eine keilige Bewegung, die sich irgendwann erschöpfen dürfte oder, was ja auch immer wieder zu sehen ist, besonders in den US-Indizes, dann erst recht und mit Karacho oben raus. Und würde das passieren, oberhalb dieses Pivotpunktes 26.282 und des Hochs von November 2018 26.277, also die nur 5 Punkte auseinander liegen, ja, wenn er da rausrauscht und dann noch den Keil nach oben bricht, dann ist das hier garantiert und dann können wir auch davon ausgehen, dass das Ziel des Descending Broadening Wedges, also dieses blaue Gebilde hier, dann erreicht wird. Und zur Verdeutlichung der Keilsituation schauen wir nochmal vom 4-Stunden-Chart kurz in den Stunden-Chart hinein. Da sehen wir es eigentlich, dass wir von den Dezember-Tiefs her, eine eindeutige Keilsituation vorliegen haben. Der nähert sich seinem technischen Ende und zwar am 27.02. ist es soweit. Und insofern glaube ich schon, dass der Dow Jones sich nun zügig entscheiden muss. Laufe ich hier oben noch die Marken an und gehe dann in eine Konsolidierung, wie ich sie eben im Tageschart und im H4 gezeigt habe, oder breche ich tatsächlich über diese Keile nach oben aus. Wir schauen dann noch in den Dow Jones Stundenchart hinein. Da wollte ich noch kurz was zu sagen. Da haben wir am Freitag war das eigentlich ein Top-Ergebnis gehabt. Wir haben hier nämlich einen möglichen Wolfe-Keil. Das ist jetzt nicht der Keil, den ich eben gezeigt habe, sondern der ist enger gefasst. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4. Das ist der Überschussbereich dieses blauen Keils. Und das würde eigentlich auch dafür sprechen, dass wir irgendwo hier deckeln und runterlaufen, denn das könnte eine Wolf-Wave sein, deren Ziellinie von 1 durch 4 geht, wie immer am Montag im Bereich 25.135. Und wir haben am Donnerstag und Freitag, da habe ich einen Short angesetzt, weil hier eine ziemlich flache, aber auch Wolf-Wave erkennbar war, nämlich 1, 2, 3, 4, 5 als Überschuss und wenn man mal schaut, perfekte Anläufe. Ich weiß nicht, was das waren, 130, 140 Punkte und da läuft noch ein übergeordneter Short, aber ich habe im Blog am Donnerstag war das,
hier Teilgewinne nehmen, wäre sicherlich nicht verkehrt. Also auf jeden Fall, diese kleine Wolf Wave hat funktioniert und dann ging's Standepede wieder nach oben. Aber schauen wir mal. Diese Wolf Wave hat also ihren technischen Tod erst am 27. Februar. Da kann also noch etwas passieren. Also ein Setup für, sage ich mal, sinkende Kurse, Konsolidierung ist da. Ob Dow Jones sich daran hält, kann ich nicht sagen. Das werden wir erfahren müssen, aber wir haben die Marken im Block und wir werden das alles sehr eng beobachten. So, bevor wir den Dow Jones verlassen, das habe ich ganz vergessen, schauen wir noch mal kurz auf die Ergebnisse. Der gute Dow Jones hat jetzt seit Dezember-Tief 4.340 Punkte zugelegt. Das sind 19,99%, also runde 20%, und das ist schon ein Stiefel, wenngleich er in der abgelaufenen Woche gegenüber dem Schlusskurs 25.883 zu 26.031 nur magere 141 Punkte zulegen konnte. Und wie wir sehen, das Volumen ist nach wie vor gering. Der Pivotpunkt am Montag im Dow bei 25.996, der der kommenden Woche bei 25.948 und der des Monats Februar verbleibt bei 23.585. So, dann schauen wir noch kurz in den Nasdaq hinein. Ebenfalls ein Descending Broadening Wedge, bereits zweimal gezeigt. Und die Nasdaq hat es ja wirklich schwer getan. Also hier an der 61er Erholung, das ist ja die Hochtiefstrecke. Da ist irgendwas verrutscht. Das ist ja die Hochtiefstrecke, Allzeithoch 7700. Zum Tief 5.895, dieses Descending Broadening Wedge, ebenfalls 1, 2, 3, 4, 5 zählbar, hat sein Ziel bei 8.164, sofern es dann erfüllt wird. Aber das hat hier tatsächlich seit 5.2. ein Gehakel gegeben an der 61er Fibonacci-Marke, also 61er Erholung. Und die 200 SMA aktuell bei 7.061. Und so hat sich hier zwar perfekt am 61er am Freitag abgestützt und ist auch über die 200 SMA gelaufen, aber das bedarf jetzt natürlich Fortführung und die nächste Marke, die er vor der Tür hat, ist dann das 76er bzw. das Hoch vom 3.12., wie im Dow Jones auch, im Bereich 7.134. Das ist also gar nicht so weit entfernt. Dann noch ein Blick auf den S&P, ebenfalls im Tageschart. Auch dort haben wir 1, 2, 3, 4, 5, ein Descending Broadening Wedge mit einem Ziel bei 3.161 Punkten, sofern es dann regelkonform ausbricht. Und ich sehe gerade, wir haben die 200 SMA hier nicht drin. Das müssen wir nochmal kurz nachholen. Kleine Sekunde. Wir wollen nicht die 90, sondern die 200. Und die machen wir mal fett, damit wir sie auch sehen. Ja, deutlich weiter als die Nasdaq, aber nicht so weit wie der Dow Jones. Also hier steht die 2800 runde Marke, ebenfalls im Raum Allzeithoch 2939 zum Tief 2351. Das heißt, das letzte begrenzende Fibo vor dem Allzeithoch 2800, ganz wichtig. Und ja, auch hier die gleiche Sache eigentlich wie im Dow Jones. Wir müssen jetzt einfach schauen, wird hier korrigiert oder wird durchmarschiert zum Allzeithoch. Und ich vermute einfach mal, weil der Dow Jones so ein kräftiger Vorläufer war in den US-Indizes, wird der auch möglicherweise den Startschuss für eine Korrektur geben. Ausreichend Setup hat er, wie ich gezeigt habe. Wir gucken kurz auf die Währung Euro-US-Dollar. Im Tageschart hatte ich ja gesagt, wir haben eine mögliche Wolf-Wave. Sauber 1, 2, 3, 4. Hier ging es nicht mehr über die Trendlinie drüber. Aktuell läuft hier eine kleine Erholung. Was das wird, wissen wir nicht. Es kann sein, dass es eine bärische Flagge wird, die sich nach unten auflöst. Es kann natürlich auch sein, dass es hier nach oben läuft und diese Wolf Wave negiert wird. Würde sie nicht negiert, sollte eigentlich der Euro in der kommenden Woche sich auf den Weg nach unten machen.
Da verläuft die untere Trendlinie dieses möglichen Wohlfekals bei 1,11,2. Und sofern er dann gewillt ist, darf er auch gerne in den Überschussbereich. Danach stünde aber mittelfristig ein Anstieg zur Ziellinie an. Und wenn wir uns das im Wochenchart anschauen, da haben wir ja ebenfalls eine mögliche Wolf-Wave und eine Trendlinie seit Januar 2017. Die hat hier Bestätigung gefunden, hier und hier. Dann wurde sie nach unten verlassen. Ja, und am Freitag gab es dann den Versuch wieder über diese steigende Linie seit 2017 und die obere Keillinie zu kommen. Das ist abgewürgt worden. Auch da müssen wir jetzt mal die kommende Woche abwarten. Also das ist hier für mich Niemandsland. Es geht also entweder in der kommenden Woche nach unten, das habe ich ja schon gezeigt, in den Bereich 1,11, oder der Euro bricht tatsächlich nach oben aus und da würde ich dann, weil das liegt hier, ja, das ist ungefähr die 1,13,3 und sofern dann tatsächlich in der Woche auch die 1,13,5 touchiert wird, kann es nach oben gehen. Und das, was wichtig ist, in der kommenden Woche, ich muss mal kurz schauen, ob ich das aktualisiert habe, 1,19,3, das bitte mal dazu denken zu der 1,19. Eine Wolf-Wave muss nicht zwingend einen Unterschießer in diesem Bereich machen. Also die 5 ist gemacht und damit ist es ein valider Wolfe-Keil. Das heißt, es kann auch, sofern dieser Überschussbereich nicht mehr angelaufen wird, kann es auch direkt nach oben gehen und dann in Richtung 1,19. Also das müssen wir abwarten. Aber wir haben eben auch hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Damit ist der Keil perfekt und auf der Unterseite wirklich perfekt gemacht. Und ob es nun hier noch ein Eintauchen in diesen Überschussbereich gibt oder ob das möglicherweise auch mit einem sinkenden Dollar dann direkt in Richtung 1,19 geht, langfristig natürlich, das ist ein Wochenchart, das müssen wir abwarten. Ja, dann werfen wir noch einen schnellen Blick auf ein paar Aktien. Die Wirecard mit ihrer Trendlinie seit 2017 kämpft noch ein wenig. Sie ist über der 111, eine wichtige Marke, und sie ist mit Freitagsschlusskurs auch über die Mindesterholung gegangen. Also Abwärtsstrecke 199 zum Tief 85, 76, die Mindesterholung 112,49, da hat es drüber geschlossen, das ist ein erster Hoffnungsschimmer. Und damit haben wir im Grunde auch für die kommenden Tage eine, wer dann eingestiegen ist, eine, ich will nicht sagen Stop-Marke, aber zumindest mal einen Achtungsbereich, der liegt zwischen 111 und 112,49, der sollte auf Tagesschluss nicht mehr, wie hier am Donnerstag noch, unterschritten werden. Und ansonsten, sofern hier eine Erholung einsetzt, wäre das nächste Ziel direkt 129, weil hier ist so viel gebolzt worden, da sind keine charttechnischen Marken, die relevant wären. Man könnte vielleicht dieses Tief hier nehmen im Bereich 124, also sagen wir mal der Bereich, sofern es sich hier von der 23er Mindesterholung absetzen kann, dann wird dieser Bereich interessant, den lese ich auch nochmal mit einer Marke, das heißt 124,40 bis 129,2. Und sollte das 38er Retracement dieser Abwärtsstrecke tatsächlich dann überwunden werden, dann ist verhältnismäßig schnell klar, dass es um die langlaufende grüne Trendlinie geht. Die gucken wir uns dann in der nächsten Woche an, und sollte sie überwunden werden, dann kann es verhältnismäßig zügig gehen, weil ich glaube, wenn die grüne steigende Trendlinie überwunden wird und das 50er Retracement, dann könnte auch sowas wie ein Short Squeeze einsetzen, denn aktuell, wenn ich richtig informiert bin, sind ja Short- oder Leerverkäufe aktuell noch verboten. Kurzer Blick noch in den Wochenchart. Da sind wir, da muss ich die Fibo mal kurz umdrehen, da sind wir über dieser Mindesterholung drüber, das heißt, diese folgenden Marken könnten eben, sofern es jetzt irgendwann mal vernünftige News gibt, einen kleinen Sturmlauf auslösen. Also auf die 112 achten und im Tageschart kommt dann noch die 111 dazu. Die TUI
haben wir uns, meine Herren, große Charts, ja auch bereits zwei- oder dreimal angeschaut. Da hatten wir die Übertreibung, die hier aus dem gescheiterten Kanalausbruch stattfand. Die hat unten stattgefunden. Ja, was soll man dazu sagen? Es hat einen Rücklauf gegeben, die 9,58, die können wir hier mal rausnehmen. Wir haben ein offenes Gap bei 10,41. Das konnte nicht geschlossen werden, weil wir sind hier an 1, 2, 3, 4 Tagen an der Unterseite dieses Kanals abgewiesen worden. Und das heißt für mich auch, da sind noch Shorts drin. Und die Kanalunterseite am Montag bei 9,74 und nach unten 9,08. Und sollte diese 9,08 nach diesem Versuch wieder in den Kanal einzulaufen gebrochen werden, dann muss man fast befürchten, dass die ganze Geschichte auch zur 123er Extension dieser Abwärtsstrecke führen kann, und das wäre schon deutlichst tiefer. Im Wochenchart haben wir, das sagte ich, das Gegenstück zu einem Descending Broadening Wedge, also einem abwärts gerichteten Megafon. Das ist eins nach oben, ein Ascending Broadening Wedge, und die sind bärisch. Und der Bereich, die 9,58, habe ich eben aus dem Tageschart entfernt. Das ist hier das letzte Tief gewesen, 9,58, und hier haben wir das Tief vom Oktober 2014. Das ist eben eine Zone, in der man über erste Käufe nachdenken kann. Aber dann muss man eben auch ein bisschen Luft mitbringen, und ich würde dann auch, sofern man hier erste Positionen aufbaut, verhältnismäßig konsequent unterhalb von 8,41 mich ausstoppen lassen und dann lieber ein zweites Mal reingehen, wenn dieser Bereich wieder beschritten wird. Geht es jetzt nachhaltig über 9,58, dann kann man hoffen, dass dieser Bereich angelaufen wird. Am Montag ist das bereits bei 11,43 der Fall. Das wird natürlich nicht am Montag gemacht, es sei denn, es kommen irgendwie klasse News heraus. Aber über die Woche steigt das dann bis Freitag so in den Bereich 11,47. Ja, das passt hier mit der 11,40. Also das ist so der grobe Bereich, wer im Wochenchart operiert oder sich dann eben entsprechend an den FIBO-Marken aus dem Tageschart orientiert. Facebook, Sangamo. Hatte ich letzte Woche, glaube ich, vergessen. Das ist eine heftige Nummer hier gewesen. Ich habe mich darüber auch schon ausgelassen. Da findet meiner Meinung nach aktuell eine Short-Attacke statt, denn es sind irgendwie 15, 16 Millionen Shares Short. Sei es drum, wenn wir uns vom letzten Hoch 27,45 zum Tief hier die 6,27 anschauen, dann muss Sangamo über die 11,27. Vorher ist da nichts mit Nachkaufen oder Einsteigen der Fall. Und wir haben hier noch die 200 SMA im Wochenchart bei eigentlich der runden 10, also 10,05. Die sinkt auch leicht, die wird also in der nächsten Woche bei 10 laufen. Und insofern ist 10 einfach eine very important Marke. Und was ich dann, und das darf bitte kein Kaufgrund sein, das ist nur das, was ich aktuell so sehe. 1, 2, 3, 4, 5, ein kräftiger Unterschießer und eine Ziellinie, die von 1 durch 4 geht und aktuell irgendwo so in diesem Bereich um 21,59 hängt. Nun weiß ich nicht, welche Nachrichten in der kommenden Zeit kommen könnten. Es kommen viele Nachrichten und es kann auch jederzeit ein sogenannter Buyout stattfinden, weil die sind mit einigen großen Pharmaunternehmen in Kooperationen. Da ist aus meiner Sicht eine Wolf-O-Wave, aber ich sage mal, glauben kann man dieser Wolf-O-Wave dann, wenn wir hier diese blaue Linie wieder überschreiten. Das ist der Bereich 9,96, da verläuft auch die 200 SMA, das heißt, da muss Sangamo wieder drüber. Und sofern es nicht eine News ist, die vorher entweder bekannt wird, also so, dass die Kurse, weil Leute sich einkaufen, langsam nach oben arbeiten. Ansonsten könnte so ein Move tatsächlich aus meiner Sicht nur stattfinden, wenn es eben eine Übernahme gibt. Denn dann gibt es in der Regel ein Premium, und ich sag mal 100 oder auch 150% Premium sind in der Pharmabranche nicht unüblich. So, Facebook. Schöner Rücktest der 38er Erholung. Was das nun wird, weiß ich nicht. Könnte eine Bullenflagge werden, von der aus
dann wieder nach oben gelaufen wird. Das, was wir auf jeden Fall sehen, hier werden die Fibus also extrem genau abgearbeitet. Wir haben es auf dem Rückweg gesehen, dass hier an der 23er Mindesterholung über viele Tage gearbeitet wurde. Dann ging es hoch, im Grunde direkt bis zur 50% Marke. Jetzt konsolidiert ist nach 159,60. Also das sieht alles soweit sauber aus. Ja, und da muss man sich dann irgendwo auch dran orientieren. Also die Runde 159, wer hier drin ist und Gewinne hat, dann würde ich unter 159 auch Gewinne mitnehmen und nicht gestatten, dass es hier wieder zu 145 zurückläuft. Und ansonsten, sofern das hier über ein, zwei Tage sich hält und nach oben läuft und in den Bereich dieser möglichen Bullenflagge geht, das wäre in der kommenden Woche so bei 167 der Fall, dann kann man möglicherweise, auch das wollen wir mal zumindest an dieser Strecke hier einzeichnen, dann könnte man möglicherweise sagen, wenn das hier das Tief ist an der 159,60, dass wir also mindestens in den Bereich des 61er Retracements laufen. Das wären 182, das wäre ein schöner Move. Also hier drauf achten, und sofern es über diese mögliche Bullenflagge geht, dann vielleicht auch nochmal ein paar Stücke zulegen, wenn das ins Portfolio passt und wenn das Money Management stimmt, worüber ich ja noch ein Video mache. Das ist fertig, ich muss es jetzt am Wochenende schneiden. Also insofern mit ganz viel Glück morgen, ansonsten denke ich mal Montag. Was haben wir noch? Tesla. Ja, die kennen wir, diese Seitwärtsphase, seit einigen Tagen. Das Einzige, was hier bemerkenswert ist, wir sind wieder unter der 200 SMA. Wie weit diese Bewegung jetzt führen wird, keine Ahnung. Wir können eine Trendlinie hier ansetzen und können sagen, gut, am Montag darf hier vielleicht nochmal so der Bereich 2,89 touchiert werden, aber dann sollte es nach oben, und diese abfallende Linie hier, die ist verhältnismäßig steil, also eine Seitwärtsphase eben. Also nach wie vor kann ich da keine großen Vorhersagen machen. Es muss einfach aus dieser Range ausbrechen. Das, was hier positiv ist, also vom Tief 135 zum Hoch 389, das 38er Retracement ist immer noch ein bullisches. Es ging ja, wenn auch mit Spikes, aber es ging nicht so deutlich unter die 262, und die 200 SMA, zumindest hier im Wochenchart, die ist zwar penetriert worden, hier und hier und auch hier, aber ernsthaft gefährdet war sie bislang nicht. Also auf 292 achten, und ich bleibe da am Ball. Also. Wobei, wenn ich mir hier den Tageschart nochmal kurz aufrufe, das ist eigentlich easy. Also wer in Tesla investiert ist, legt sich einen Alarm auf die Mittelspur in diesem Kanal bei 317,50, und ansonsten eben, wer Tesla in Clearwater oder Blue Sky sehen will, der legt sich einen Alarm auf die 3,87 und 2,48, also das geht ja nun schon eine ganze Zeit so, also wenig zu sagen. Da jetzt irgendwo im 15-Minuten-Chart oder im Stunden-Chart rumzuwühlen, bringt verhältnismäßig wenig. Verabschieden möchte ich mich heute mit einem kleinen optischen Vorgeschmack, einem kleinen Teaser auf das Money Management Video. Ja, ich wünsche allen ein schönes Wochenende, eine erfolgreiche Woche, und wer bei uns hereinschauen möchte, der tut das entweder über den Laserstream für 14,99 € im Monat, dann gibt es jeden Abend den Tagesausblick und während des Tages natürlich auch Updates, oder eben für 39 € im Monat dann in den Premium-Blog, dort traden wir und haben auch ein paar Helferlein. Also ich freue mich auf euch und bis dann.